So, guten Morgen, da sind wir wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir in den Shop gehen, erstmal Gruß an alle neuen Abonnenten, die jetzt dabei sind. Kamen gestern doch ein paar dazu im Livestream. Wie gesagt, erstmal Gruß an die. Dann auch Dank an alle, die jetzt meinen Creator-Code eingetragen haben. Also, es ist fast ein neuer Rekord, wie viele sich da gestern eingetragen haben. Gruß auch an der Stelle. Also wenn du mich finanziell unterstützen willst, weil ich davon halt ein bisschen was an Prozenten bekomme, gerne mein Creator Code benutzen, steht unten. Also yt-familyhack. Dann die Custom Games mit dem Preisgeld sind erst einmal vorbei. Was Neues ist geplant, aber dazu werden wir bestimmt noch sicherlich bald eine neue Info bekommen. Gewonnen hat Coco. Er hat sein Geld aber noch nicht bekommen, weil er eventuell auch von mir noch die Mindy Pickaxe haben will. Von daher haben wir gesagt, lassen wir es erstmal offen. Entweder kriegt er halt die Mighty Pickaxe oder halt eben 10 Euro PaySafe Code. Also insgesamt hatte er 16 Siege, was natürlich ziemlich stark war. Aber ich glaube, wäre es noch ein bisschen weiter gegangen, hätten der ein oder andere da bestimmt das ganze Spiel ein bisschen enger machen können. Aber trotzdem, Gruß geht raus an Coco. Vielen Dank für die zahlreichen Teilnahmen. Hat echt Spaß gemacht, das Ganze mit euch. Aber wir werden natürlich sowas immer noch machen. Wir machen immer noch Custom Games. Dann, ihr seht oben rechts, wir haben schon wieder 800 V-Bucks. Gestern haben wir natürlich wieder einen Skin verlost. Gruß geht da an Kamikaze raus, der sich natürlich auch direkt bedankt hat mit einem kleinen Geschenk an mich. Auch danke dafür. Und dann seht ihr schon, es gab einen netten Menschen namens Toxic, der mir hier den Skin geschenkt hat. Gruß geht auch da auf jeden Fall raus. Also gestern war ja quasi wie Weihnachten für mich. Der halbe Shop wurde mir dann doch geschenkt. Auch da Gruß an alle. So, dann Kurzfassung jetzt. Wenn du mitmachen willst bei Custom Games, mit Preisgeld, bei Skin-Verlosungen. Kurzfassung ist einfach den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Die Glocke aktivieren deshalb, damit du siehst, wann Livestreams sind, wann hier das Shop-Video immer kommt. Weil hier sind wirklich halt die neuesten Informationen soweit drin. Einmal was Fortnite betrifft und natürlich auch was meinen Kanal betrifft. So, dann des Weiteren, wenn du einen Skin gewinnen willst, gibt es nur eine kleine Bedingung, nämlich einfach nur meinen Kanal bzw. mir folgen, und zwar einfach mit yt-family lol heck. So, dann einfach mir eine Freundschaftsanfrage schicken, hat den ganz einfachen Grund, weil wir müssen halt 48 Stunden miteinander befreundet sein, damit ich Geschenke verschicken kann, weil ist natürlich ärgerlich, du kommst bei mir ins Stream, ich ziehe dich als Gewinner und leider kann ich jetzt Geschenke nicht schicken, weil wir halt nicht lange genug befreundet sind. So, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir direkt rein in den Shop. 1, 2, 3. Oha. Der berühmte Rabe ist zurück. Aber erstmal die Sachen von gestern nochmal. Hier wurde ich ja auch wieder ein bisschen beschenkt. Weil der Rotnasenranger, den haben wir halt verlost. Was passiert? Ich habe direkt wieder zurückgeschenkt bekommen. Also nicht quasi zurückbekommen, so nach dem Motto will ich nicht, sondern jemand anderes hat ihn mir geschenkt. Erstmal Gruß geht da auch wieder raus. Weil Weihnachtsskins, ihr wisst ja, die sind alle selten. Die kommen wirklich nur im Dezember raus. Also das nächste Mal werden wir den Skin erst nächstes Jahr wiedersehen. So, dann haben wir natürlich hier Rotnasenranger und dann die rotnasige Räuberin. Die ist natürlich echt, also die ist eigentlich, ja klar, sie kostet auch ein bisschen mehr. Ist auch ein richtiger OG, der hier kam in der Season 7 rein. Das hier ist Season 1, aber wie gesagt, nach einem Jahr kommt der Kram erst wieder. Also wenn ihr die V-Bucks habt, dann nutzt sie jetzt, weil wenn er weg ist, ist er weg. So, dazu natürlich noch, wie die Mighty Pickaxe, halt hier die Zuckerhacke. Ist quasi genau dasselbe, nur mit anderem Aussehen. Also wer die Mighty Pickaxe noch nicht bekommen hat und weiß nicht, wie er sie bekommen soll, dann holt euch lieber die, dann habt ihr wenigstens eine kleine Alternative. So, dazu noch der OG-Kleider. Man kennt ihn natürlich, sieht so ein bisschen nach Gucci aus. Weil ziemlich viel grün. Dann das Wollmuster. Ich weiß nicht, mit Gucci kann ich eh nichts anfangen. Da ganz, ganz seltene Sachen, die mir da gefallen. Wenn ihr euch mal wirklich bei Gucci umguckt, wisst ihr, was ich meine. So, und dann haben wir
Hier hat sich doch auch was getan, genau. Bei der Maggi-Frau, oder soll man sie Maggi nennen, da gibt es eine neue Stilvorschau, nämlich in Schwarz gibt es sie jetzt anscheinend. Aber da kennt ihr euch wahrscheinlich wieder ein bisschen besser aus, vor allem die, die den Skin schon haben. Wie gesagt, hier soll es einen neuen Stil geben. Vorher gab es nur den, jetzt gibt es auch noch Ideen. Ja, also es sieht so, würde ich sie spielen, ja. Also so, ja. Ja, dann gucken wir den anderen Stil. So wiederum nicht. Also so, ja. Aber so nicht. So, dann haben wir noch das passende Rückenaccessoire. Ja, ob das jetzt unbedingt so passt, weiß ich auch nicht. Also das ist meins der wenigen Rückenaccessoires, die mir überhaupt nicht gefallen. So, und dann haben wir noch den Sushi-Meister, den aber nur in der normalen Variante. Da gab es anscheinend kein Upgrade, was das betrifft. Er hat das Rückenaccessoire. Ja. Was soll das darstellen? Soll das einen Laden darstellen? Eigentlich ja, oder? Würde ich jetzt sagen, einfach so ein Verkaufsladen, oder? Blöd. Ich glaube, ich enthalte mich mal einfach. So, dann haben wir die Filethacke. Oh, ist okay, aber ja, ihr wisst ja, wie immer Geschmackssache. Da muss jeder selber entscheiden. Bei Spitzhacken, Sache, da bin ich lieber schlicht und einfach, anstatt hier so ein Geschnörkel. So, dazu noch fliegender Fisch. Ja, sieht halt ein bisschen aus nach Lachs, aber hat jetzt in meinen Augen nicht viel mit einem fliegenden Fisch zu tun. Dann hätten sie lieber eine Sushi-Rolle machen sollen oder so. Aber das hier ist halt der alte OG-Kleider, sage ich jetzt mal. Mit halt Sushi-Lackierung am Schirm, sage ich jetzt mal. Also wie gesagt, auch schon ein bisschen älter. Wie gesagt, Season 6, Season 5, Season 5, auch Season 5. So. Dann kommen wir aber jetzt, glaube ich, zum kleinen Highlight, nämlich der Rabe ist schon wieder zurück. Also ich glaube, der war inzwischen so oft im Shop. Und ich glaube, jeder, den mal haben wollte, hat ihn inzwischen. Aber ist natürlich immer noch schön anzuschauen. Also, aber halt 2000 V-Bucks, also macht euch da Gedanken, ob ihr ihn wirklich haben wollt. Weil er kommt, denke ich, immer noch oft genug. Aber sieht natürlich immer noch nice aus. Also. Auch die weibliche Variante, da sind halt nur, muss man sich halt nur geschmacklich gucken. Hier hat man dann halt noch die Flügel dabei. Die haben wir hier nicht dabei, sondern nur das Rückenaccessoire. Wie gesagt, da sind die Flügel dabei. Plus den Kleid, sag schon den Schweif. Der ist wieder nice, der Schweif. So, dann würde ich sagen, gehen wir direkt schon weiter. Und dann eiserner Schnabel. Die Spitzhacke haben auch ziemlich viele sich damals gekauft, das weiß ich. Ist halt alles Season 5, der ist Season 3, der Kleider. Also der ist eigentlich einer der günstigsten und besten Kleider, finde ich. Weil für 800 V-Bucks kann man bei dem Kleider eigentlich nichts verkehrt machen. Ist einfach meine Meinung. Sieht nice aus, ist ziemlich alt, wie gesagt, Season 3, auch Season 3, Season 5. Season 5, Season 3. So, und dann haben wir den Rebell mit drin. Kleiner Aporett-Verschnitt. Gibt es aber noch einen neuen Stil jetzt dabei. Ach ja, stimmt. Aber da habe ich ja gesagt, so werde ich ihn spielen. Einmal mit Helm. Oh, komplett in Ordnung. Aber ich glaube, ich würde ihn so spielen. So sieht er recht nice aus. Wie die modernen Hip-Hopper. So, dazu noch passende Rückenaccessoire. Das ist natürlich wieder nice. Das passt wirklich bei vielen. Das Rückenaccessoire ist kompatibel zu vielen Skins. So, dann haben wir Inselstimmung. Singen wir das Lied. Ist aus der Season, aber irgendwie sagt es mir nichts. Eieiei. Dann neues Emote. Ah ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Hatten wir so noch überhaupt nicht. Und für 200 V-Bucks echt nice.
So, dann der Eisbrecher. Danke nochmal an meinen Sohn. Der hat mir die nämlich damals geschenkt. So, dann haben wir noch Knieklatscher. Aber glaube ich gefühlt auch schon 100 Mal im Shop. Dann haben wir noch doppeltes Spiel. Ich habe gerade gesehen. Ah, die Augenklappe hätten sie weglassen können. Augenklappe weg und jetzt gehen wir top. Aber die Augenklappe sieht irgendwie doof aus. Dann habe ich gesehen, wir haben keinen Skin dabei für 800 V-Bucks, ne? Also ich werde heute noch mal eine Umfrage machen, aber weil den noch mal verlosen, dann können wir eigentlich gucken, ob vielleicht noch ein besserer Skin kommt. Ah, schauen wir einfach mal. So, dann gehen wir schnell in Rette die Welt rüber. Ihr wisst es ja, die V-Bucks-Mission bekommt ihr von mir jetzt auch immer gezeigt. Und ich weiß, ja, das Video ist schon länger, aber dafür bekommt ihr auch reichlich Informationen, von daher ganz entspannt bleiben. So, ich habe schon nachgeguckt, wir haben 3 V-Bucks-Missionen. Ja, Frames waren da. Allerdings erst ab Brutal. So, hier brauche ich kurz meine Maus. Dann haben wir hier einmal eine V-Bucks-Aufgabe bei 52. Und wir haben eine bei hier bei 52. Nämlich jeweils 35 V-Bucks. Und dann haben wir, wartet, noch eine Mission für die, die etwas weiter sind, bei Level 64. Aber wir können die leider nicht machen, weil ich hier erst bei genau 58. Also insgesamt 3 V-Bucks-Aufgaben. Damit würde ich sagen, war es das auch hier mit dem Shop. Und wie gesagt, vergesst nicht, gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, gerne meinen Creator-Code benutzen. Tragt ihn einfach ein, yt-familyhack. Und in dem Sinne sage ich jetzt einfach mal euch noch einen schönen Tag und haut rein.